total bescheuert da oben? Jetzt ist die Glasscheibe auch noch kaputt. Ja, voll schade. Ich hätte mal gleich die Birne gegeben. Kannst du sagen, wir hätten mal woanders hinstellen? Ist ja wohl unmöglich. Komm mal mit der Quadratleiche, David. Hallo Fans, alles klar? Man macht doch nicht so einen Affen, als wenn du die Wahl schon gewonnen hast. Nacke, Hochmut kommt vor dem Knall. Es hat schon zweimal geklappt. Warum nicht dieses Mal auch? Weil wir ja keinen Erbhof zu verschenken haben. Wir suchen einen Schulsprecher und keinen Gitarrenfreak. Verstehst du, Amigo? Ich hab hier schon meine Fans. Sag dir Schneewittchen und bist trotzdem in den giftigen Apfel. Na, Fokus. Wer bist du denn? Na, irgendwas, Pflaume. Du hast ja eine ganz andere Frisur. Na und? Das ist mal was Neues. Sieht ja toll aus. Darf ich mal anfassen? Ist ja gut, ist ja gut. Lass doch los. Das Leben geht ja weiter, Fokus. Oh Gott, ob sie mal hier mal fertig werden? Ich find's herrlich. Alles so wunderbar chaotisch. Irgendwie super. Da kommt was vor, was jahrelang nicht zu sehen war. Ich mag Geheimnisvolles. Ich auch, aber es lässt mir keine Ruhe. Oh, warte es nicht. Wo kommt er denn? Wer? Der neue Chef? Wissen wir noch nicht so genau. Was ist er denn? Ich meine, was macht er denn? Was hat er denn? Tja, Ferdinand. Ich vermute, dass meine Vorstellungen von einem Direktor und die ihren ganz unvereinbar sind. Von den Typen, die da kommen, habe ich keinen am liebsten. Aha. Weiß hier überhaupt irgendjemand, welches Fach zu wem gehört? Nein. Vorsichtig, ist alles frisch gestrichen. Und wo bitte bleibt die Praxis? Eingewickelt hat er die doch. Hochgelobt. So was kennt man doch, oder? Ich rechne in der Annahme, dass Sie von Dr. Wiesner sprechen. Nein, nein, Herr Kollege. Vom lieben Gott. Warten wir es doch ab. Der Job ist doch nicht leicht. Und wenn er zu viele Kanten hat, dann legen wir alle von der Schleifmaschine zusammen. Was schaffen unsere lieben Großen und Kleinen mit links? Geben wir dem Mann doch eine Chance. Wir wollen doch alle mal weiter. Aber nicht von oben. Aber nein. In so eine Position wächst man doch hinein, oder? Eben, Herr Kollege. Schon mal was von Wachstumsschwierigkeiten gehört? Ja, schön. Ich mach mal Glück. Meine Damen und Herren, drei Maler sagten Feierabend, die Klempner haben sich verzogen, das Treppengeländer ist trocken und die Türen kleben nicht mehr. Das Chaos lichtet sich. Vorsicht, Kollege, frisch gestrickt, zu spät. Was? Störe ich? Hallo, Huku. Na, komm rein. Kann ich dich mal sprechen, Boris? Ungern. Da sind welche gegen dich. Die wollte ich nicht als Schülersprecher. Na und? Vielleicht wählen sie dich nicht. Hokus Lokus, wer schickt dich? Niemand. Und was sagt der Herr Niemand? Hallo. Hä? 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 Mit dir kann man ja nicht mehr reden. Tschüss. Hör mal zu, Boris. Ich wollte schon lange mal was sagen. Du machst dir das zu einfach. Spielst du den Grafen Koks von der Gastanstalt und lässt die anderen machen. Also wie eben den Kleinen, ne? Der Zauberarsch. Sag mal, du hörst mir überhaupt nicht zu. Du bist ein Fan von mir. Weißt du was? Du stinkst mir. Du hängst mir schief in der Nase. Damit kann ich leben. Aber ich nicht. Wenn es was gibt, was ich nicht ausstehen kann, dann sind das so verdammt überhebliche Typen wie du. Weit und breit nimmt es doch keiner hier mit mir auf. Der Boris dealt das schon. Mach mal weiter so. Dann habe ich wenigstens einen Grund, schlechte Laune zu haben. Also ehrlich, hier stinkt es gewaltig. Nach Selbstbeweihräucherung. Das stinkt hier nach Farbe wie im Affenstall. Na, wenn es nur die Farbe wäre. Hallo Typ, wie kann man dich denn anmachen? Lass deine Flossen bei dir, du Affe. Größere Sache? Ich will vielleicht mal anders aussehen. Siehst du aber nicht.
Du bist so blöd, dass dich die Schweine beißen. Störig? Keine Tricks. Ich bin ein Fan von Boris. Na und? Benny? Ich bin ein Fan von Boris. Der Fürst kann Fans haben. Aber jetzt nicht mehr. Na und? Einer weniger macht den Kohl auch nicht fett. Wenn ich jemand als den Sprecher wähle, dann will ich ihm auch was sagen können. Er soll mich anhören, oder? Na, und was willst du ihm sagen? Dass er sich nicht so viel um seine Musik kümmern soll. Und etwas mehr um die Sonntage. Um die Sonntage? Ja, bleiben immer welche allein. Die meisten sind weg. Na ja, und was kann der Boris dafür? Er kann sagen, dass man die nicht so allein lassen soll. Dieser Sonntag. Ich hab nicht mal Lust zu zaubern. Ich kann dich ja mal mitnehmen. Danke, aber was ist das so? Recht hat er, bei 53 Sonntagen. Immerhin einmal. Also ich finde, als Schülersprecher ist der Boris eine Niete. Da hast du recht. Er tut eine ganze Menge für sich selber, aber nichts für die anderen. Eben. Und wer wird's? Was? Dein Gegenkandidat. Das ist mir doch egal. Weißt du, Benny, als Mensch und Macker bist du zwar eine Niete, aber... Danke. Irgendwie hast du sowas... sowas... Was? Sowas Gegenkandidatisches. Nein, nein, nein. Ja, hier fehlen Stühle. Frau Neun hat mir gesagt. Oh, muss man denn alles selber machen? Herr Brun. Entschuldigung. Hey! Super, alles für dich? Test, Test, Test. Test. Funktioniert das Ding überhaupt? Ja. Meine Damen und Herren vom Kollegium, liebe Mitarbeiter, liebe Schüler. Da sich Veranstaltungen wie diese wohl nicht vermeiden lassen, wollen wir sie möglichst schnell hinter uns bringen. Also, mein Name ist Martin Wiesner und das ist meine Frau Margarete. Bravo! Sie wird auch bei uns arbeiten. Der Stundenplan verrät uns wie und wo. Von Ihnen allen erwarte ich nichts weiter, als dass Sie ganz einfach funktionieren. Genau wie ich und meine Frau. Ich meine damit nicht mechanisch funktionieren, wie ein Roboter, sondern ich meine es im Sinne vernünftiger Äußerungen der Belange und der Anliegen. Im Sinne von Verträglichkeit und Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber, um das Wort Toleranz zu umschreiben. Wir müssen uns nicht mögen, um gut miteinander auszukommen. Aber wir sollten uns offen unsere Kritik und unsere Vorstellungen sagen. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Und jeder hat seine Chance. Um alles andere kümmern wir uns später. Dinge, die sich auf vernünftige Art und Weise ohne mich regeln lassen, die sollen ohne mich geregelt werden. Andernfalls stehe ich zur Verfügung. Wenn sich hier etwas verändert hat, dann ist das meine volle Absicht. Nicht nur der neuen Epoche wegen, sondern auch, um gefragt zu werden. Denn bei mir ist vieles fragwürdig. Uns allen einen guten Start. Danke. 2-1-0, scheiße. Das werden wir bei nächster Gelegenheit mal gleich untersuchen. Zurück ins Funkhaus. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, Bruder. So steht es geschrieben im 3. Gebot der freien Marktwirtschaft. Konkurrenz belebt das Geschäft. Du hast ein Vogelalter. Ja. Ich weiß, was ich will. Aber das will ich eben nicht. Na, und wer soll's denn machen? Ich vielleicht oder Victoria? Wieso eigentlich nicht? Ach, weil du eine gutmütige Kuh bist, die sich von jedem beschwatzen lässt. Ich kann ja aufpassen. Du stehst doch gar nicht zur Debatte. Was ist denn Sache? Zwei Jungs bewerben sich und wir Mädchen? Fehlanzeige. Und als Stellvertreterin? Uah, kein Ehrgeiz. Hör sich das einmal an. Stellvertreterin, was soll denn das? Alles oder nichts? Fertig. Oh Mensch, das ist mir zu neu. Es kommt
kommt mir alles so plötzlich. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ja, dann aber bitte schnell. Du kannst es doch versuchen. Warum nicht ihr oder eine andere? Ja, weil du es bist. Mensch, ob ich das so kann, so einfach. Ja, für so einfach brauchen wir keinen. Schließlich brauchen wir dich für die komplizierteren Fälle. Hm? Damit jeder Besucher weiß, woran er ist. Hm? Martin? Hm. Findest du das hier nicht ein bisschen viel Stil? So stelle ich mir eben die Höhle vor, in der ich Löwe bin. Hm. Das ist keine Plauderecke für kollegialen Smalltalk oder so. Wer hier reinkommt, der muss was zu sagen haben. Mhm. Wenn es ihm nicht schon beim Eintritt die Sprache verschlagen hat. Ist selbst schuld. Sag mal, warum hast du das gemacht, ohne mir was davon zu sagen? Was? Na, das alles. Warum betreibst du so einen komischen Aufwand? Der Raum ist genauso, wie ich mir gewünscht habe. Ja, dann habe ich dich bisher aber nicht besonders gut gekannt. Bisher waren wir auch nur ein mehr oder weniger normales Ehepaar. Jetzt bin ich nicht nur dein Mann. Jetzt bin ich auch noch dein Chef, Gretchen. Mhm. Und darum erwarte ich eine gewisse Loyalität mir gegenüber, vor den anderen. Das ist alles ein bisschen überraschend, findest du nicht? Vielleicht. Nein, ich finde das schon alles richtig so. Dann sag auch gleich alles. Was alles? Na ja, erklär die neuen Richtlinien, nach denen du dieses Haus leiten wirst. Gibst uns allen eine neue Ordnung und natürlich eine bessere. Du? Mach dich nicht lustig über mich. Ach, weißt du, solange ich über dich lachen kann, nehme ich dich sehr ernst. Ach, das ist gut. Aber du, du wirst es schwer haben bei Kollegen. Na, du hast ja mit mir auch noch nicht arbeiten müssen. Stimmt. Weißt du, es gibt so ein paar Urfeindschaften. Katz und Hund zum Beispiel. Oder Lehrer und Schüler. Und Lehrer und Direktor. Eigentlich noch als Schulsprecherin bewerben? Ja, sicher. Und hast du dich denn schon mit den Klassensprechern zusammengesetzt? Oh Gott, wieso? Was soll ich denn jetzt mit dem? Ja, du musst zu jedem Einzelnen hingehen, von der 1. bis zur 11. Du musst mit den SS aber nicht schlimm. Das klingt viel schlimmer. Hallo. Das klingt viel schlimmer. Da ist Madame. Sehr nett. Im Gegensatz zu ihrem Mann. Und sehr zurückhaltend. Ah, der wird auch noch leiser. Also Ihre Einsatzstunden für den unauffindbaren Kollegen Breuer waren gut, streckenweise sogar souverän. Woher wollen Sie das wissen? Man hat so seine Leute. Was soll denn das? Ja, wir verlegen ja bloß den Teppich. Stecken Sie mal rüber, ja? Geht ja so. Und die goldenen Türschlösser, die kommen wohl noch, was? Ich begrüße alles, was in diesem lauten Haus der Stille dient, Herr Bruns. Schweigende Kollegen und Teppiche auf den Tritt. Voll spitze. Irgendwie ist das schon ein richtig kleiner Wahlkampf. Naja, und wir sind die Macher im Hintergrund. Voll mafiamäßig. Was ist los? Naja, wir machen gerade Flugblätter für dich. Die sind doch immer sehr eindrucksvoll, wenn die durch die Halle segeln. Und wenn wir die überall verteilen? Naja. Gut, besser Benny. Das müssen wir den Typen so eintrichtern, bis sie von dir träumen, mein Lieber. Mann, jetzt hört doch mal auf. Entweder die will mich oder nicht. Warum macht ihr denn so einen Wind? Na, damit es wirst. Was danach passiert, ist doch vollkommen egal. Was kümmern mich denn meine Sprüche von gestern? Mach doch mal keine Hektik. Hey, morgen wird gewählt, ganz einfach. Und dann wissen wir, was los ist. Mein lieber Benny, wenn Schauspieler Präsidenten werden, dann ist es doch wohl für Musiker ganz einfach, Schülersprecher zu werden, oder, du Idiot?
Nach einem neuen Direktor bewahre uns der Himmel vor einem neuen Schülersprecher. Sie hängen so sehr am Alten, dass Sie vermutlich sogar jedem Jahr den neuen Frühling verübeln. Alles Neue muss sich für mich erst mal als gut erweisen, Herr Kollege. Bis dahin sehen wir alle verdammt alt aus. Abgegebene Stimmen 166. Ziemlich mieses Ergebnis bei 212 Wahlberechtigten. Egal. Gültige Stimmen 159. Dumme Sprüche zählen nämlich nicht. Davon entfielen 89 Stimmen auf Benny Behrensen. Yeah! Stimmen auf Irmgard Eisen. Und Ruhe. Und 22 Stimmen auf Boris Atzesdorf. Ja, Moment, es geht noch weiter. Jetzt kommt Fokus der Zauberer. Außerdem wärst du wahrscheinlich sowieso gewählt worden, wenn du auf uns gehört hättest. Ah ja, toll. Danke. Heiratet Kinder, dann bleibt alles in der Familie. Die zentrale Klimazone befindet sich zwischen der Sahara und der Sahelzone. In der nächsten Stunde schreiben wir einen Test über Afrika. Kümmern Sie sich um Afrika. Ja, oben und oder mit oder was? Ja, aber fragen Sie mich nicht gleich, was ich Sie fragen werde. Weil Ihre grenzenlose Güte nicht missbrauchen wollen. Hast du mal auch die Zeit, Irmgard? Wieso, was denn? Wer bekommt ein Stipendium? Wieso, wer? Mein Vater sagt, dass er eine Menge Geld für mich bezahlt. Und die, die es sich nicht leisten können, nicht hierher gehören. Na komm, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Mein Vater sagt, dass es... Mein Vater, sag mal, dein Vater oder ein Ding an der Waffel. Was interessiert mich, wer hier ein Stipendium bekommt außer mir? Wenn deinem Vater diese Antwort genügt, liebe Gisela? Komm, wir müssen hoch. Was denn? Wir müssen doch zum Direktor. Nur die reiche Zicke. Was ist denn los? Mensch, seit ich diesen verdammten Job habe, sülzen mir die Typen die Ohren voll, als wenn wir nichts anderes zu tun hätten. Wünsche haben die Vorstellungen, halten die uns für so beknackt, dass wir tun, was die wollen? Offensichtlich. Gestern kam einer von den Großen zu mir. Und? Er wollte ein Zimmer für die Liebe verlangen. Tag, Herr Direktor. Hallo. Nett, dass Sie auf meine Einladung gekommen sind. Ich meine, nehmt doch Platz. Danke, ja. Wenn du was brauchst, sagst du mir Bescheid, ne? Ja. Benny, ne? Ja, der bin ich. Und Irmtraut? Gard. Irmgard. Tja, wir fangen also alle drei neu an, hm? Neue Würde bringt neue Bürde. Bitte, bedient euch. Ich kann mir vorstellen, euer Amt ist auch nicht gerade leicht. Na, ihr seid zu zweit. Aber man muss sich den Dingen eben stellen. Wenn ihr was wissen wollt, wie ich schon sagte, wenn ihr Fragen habt. Irmgard. Mm-mm. Benny. Wie spät ist denn das bitte? Wenn ihr keine größeren Sorgen hast. Nein, danke. Bitte.
Noch ein Keks? Nein, danke. Gummibärchen. Wie gesagt, jederzeit. Wiedersehen, Herr Direktor. Wiedersehen, ihr findet ja raus. Ja, ja. Die beiden sahen ja nicht so aus, als ob du sie blendend unterhalten hättest. Und dazu bin ich ja wohl auch nicht da. Was war denn? Oh, ein kleines Machtbräubchen. Machst du einen Kaffee? Nun erscheinen die Beauties, auf denen jedes Auge geruht. Und man bemerkt gleich, wie du. Na dann, Prost. Und die Erde war wüst und leer. Was hast du denn? Halsschmerzen. Dann red leiser. Ja. Und die Erde war wüst und leer. Da war nur das Wasser. Und das Feuer. Und die Luft. Aber es gab noch kein Maß für die Zeit. Gut war. Und so nahm er Wasser. Und Feuer. Gut. Jetzt aber Schluss mit der Zauberei, da kommen wir ja richtig ins Schweben. Hab ich auch gedacht. Ein kleines bisschen Zauberei und eine kleine Geschichte. Hat's dir gefallen? Ganz toll. Und dir? Naja. Ich sag ihm doch was Nettes. Er ist schon erkältet. Jeder braucht sowas wie Anerkennung. Du bist prima. Danke. Das war zu viel des Lobes. Gib mir doch was ab. Schließlich braucht jeder sowas wie Anerkennung.